Mit ihrer neuesten Single ist sie auch auf Platz 2 in den Hits von Radio Austria. Herzlich willkommen, Beatrice Kerber. Dankeschön, danke für die Einladung. Ja. Du machst ein ganz besonderes Projekt, Love for Sale, und da liest du. Du hast eine, quasi eine Lasershow, könnte man sagen, mit der du unterwegs bist. Aber du hilfst da auch der Volkshilfe. Es ist ein Charity-Projekt. Worum geht es genau? Genau, das ist eine Aktion, die heißt Cultural Places Hilft. Und dabei kann eigentlich jeder mit Kultur schnell und direkt helfen. Weil aufgrund der Corona-Krise haben jetzt viele Menschen ihr Einkommen verloren und sind jetzt von Armut betroffen. Und genau für diese Menschen setzt sich Cultural Places und die Volkshilfe ein. Und du hast schon 1 Million Klicks, glaube ich, dafür oder so. Genau, also die erste Tour ist jetzt ziemlich gut angekommen. Und also ich darf davon die Love for Sale Tour promoten. Und ja, Cultural Places ist ein Startup von einigen jungen, engagierten Leuten. Und die haben sich jetzt in der Corona-Krise etwas sehr Cooles einfallen lassen, weil jetzt sind die Museen geschlossen und man kann generell keine Sightseeing-Tour besuchen. Und deswegen haben sie jetzt sich was einfallen lassen, dass man diese Touren jetzt online besuchen kann. Also man kann auf www.culturalplaces.com gehen und sich einfach alle diese Touren mal aussuchen, zum Beispiel den Stephansdom besuchen oder das Palmenhaus in Schönbrunn. Und ja, wie gesagt, ich darf die Lafossee. Du hast dir was Prickelndes ausgesucht, oder? Genau, ich habe mir ein Thema ausgesucht, das, wie ich denke, sehr viele interessiert. Und ja, ich denke, dass man hat es an der Resonanz gesehen, es ist sehr gut angekommen. Ja, jetzt wollen wir das Thema schon verraten, dieser Tour, dieser virtuellen Sightseeing-Tour. Käufliche Liebe im historischen Wien. Genau, es geht um die käufliche Liebe. Und ich muss sagen, ich habe dabei auch sehr viel Neues gehört. Zum Beispiel, ich wohne ja am Graben, und was ich auch nicht wusste, der Graben war früher so quasi der Strich von Wien. Oh. Und erst wie dann die Innenstadt immer nobler wurde, hat man den Strich dann auf den Gürtel verlegt. Und ja, einige so spannende Anekdoten wird man dann auch in der Tour hören. Das heißt, du liest die Geschichten vor, wie kann man sich das vorstellen, genau? Genau, ich habe nur einige Teile davon vorgelesen, um die Leute quasi aufmerksam zu machen und ein bisschen die Fantasie anzuregen, dass sie, dass sie halt interessiert sind und dann sich selber die Tour auch runterladen. Weil es ist so, dass die meisten Touren kosten so um die 10 Euro und die Hälfte des Erlöses geht dabei an die Volkshilfe, die sich dann eben für armutsgefährdete Menschen einsetzen damit. Mhm. Frage noch, weil wir jetzt vorher über die Musik auch gesprochen haben, es ist eine neue Leidenschaft von dir, One and One heißt die Single. One and One heißt die Single, ja. Genau. Bist du überrascht, dass es so gut läuft? Ja, auf jeden Fall. Also mit der Hitparade hätte ich schon mal nicht gerechnet und mit Platz 2 schon gar nicht. Also ich bin wirklich sprachlos, wie gut das jetzt gleich mit der ersten Single funktioniert hat. Und die nächste Single ist auch schon in Arbeit. Mhm. Was wird es? Was genau? Die Richtung? Die Richtung, wieder so Pop. Und ja, Mainstream für die breite Masse. Und schaut's aus mit ein bisschen was ansingen? Ach, jetzt heute. Gemein, ein Überfall. Da muss ich mich ein bisschen einsingen und vorbereiten. Ja, aber nein, nächstes nein. Mal vielleicht. Ja, ja, aber jetzt bist du natürlich auch bei diesem Charity-Projekt für die Volkshilfe unterwegs. Inwieweit hast du die Stimmung so wahrgenommen in der Bevölkerung mit den Maßnahmen in der Corona-Krise? Jetzt unterstützt du ja auch Künstler und Künstlerinnen mit dem Projekt. Hast du da Kontakt zu anderen Künstlerinnen? Ich habe schon Kontakt zu einigen Künstlern, die sind natürlich alle total verzweifelt, weil jetzt eigentlich das komplette Einkommen jetzt weggebrochen ist. Aber ich denke schon, dass sich die Menschen jetzt sehr an die Vorschriften halten, weil wir haben ja auch ein Fotoshooting im ersten Bezirk gehabt, aufgrund der Love for Sale Tour. Und da haben wir eigentlich so gut wie keine Menschen getroffen. Also die Innenstadt war wirklich leer, und wer die Innenstadt kennt, der weiß, dass da normalerweise ziemlich voll ist und sich das Leben halt tummelt. Und deswegen, ja, ich denke schon, dass die Leute jetzt großteils zu Hause bleiben. Inwieweit betrifft dich die Corona-Krise? Was hat sich für dich geändert? Sind da auch viele Aufträge weggebrochen? Es hat sich sehr verändert, weil ich war ja vorher auch sehr viel unterwegs. Es war, muss ich sagen, 2 Wochen, wie die Quarantäne angefangen hat, auch sehr ruhig. Aber es haben sich andere Möglichkeiten ergeben. Weil ich habe jetzt viele, viele Interviews über Livestreams gemacht. Und ja, es ist was anderes, aber ich habe trotzdem einiges zu tun. Und auch von den Aufträgen her, normale Aufträge sind es jetzt nicht, aber ich darf Werbung machen für, das ist so eine Handybeschichtung, wo die Viren und Bakterien jetzt nicht drauf halten. Also es ist etwas, was eben auch sehr gut in die Zeit reinpasst. Also es sind einfach nur andere Aufträge, aber ja, Fahrt ist mir noch nicht gewesen zu Hause. Eine sinnvolle Sache. Ich sage vielen Dank, dass du bei uns warst, und weiterhin alles Gute mit der Musik, danke. Mit allem weiteren auch. Vielen, vielen Dank. Danke sehr.